Zweifel an der Entscheidung zu spenden hatte ich nie, weil es wirklich am Ende um Menschenleben geht und das kann am Ende jeden treffen und ich würde in dieser Situation mir wünschen, dass jemand dasselbe für mich macht und deshalb gab es da keine zwei Meinungen. Hi, ich bin Martin. Und ich bin René und das ist unsere Story. Wir kennen uns seit dem Kindergarten und haben dann alle Klassen zusammen durchlaufen und auch probiert, uns jedes Jahr nebeneinander zu setzen, aber oftmals hat es nicht lange gehalten. Es hat nur ein Jahr gehalten, danach haben die Lehrer das nicht mehr probiert. Es gab eine große Spendenaktion hier in der Umgebung und da wurde aufgerufen, eine junge Frau sollte gerettet werden, weil sie Blutkrebs hat. Und da habe ich mich einfach aufgemacht und bin hingegangen und ein Stäbchen in den Mund bekommen. Es wurde sozusagen Speichel entnommen und mehr war es auch nicht. Es hat 5 Minuten gedauert und war überhaupt kein großer Aufwand. Ich habe es auf dem Postweg erfahren, dass ich als Spender in Frage komme und das war erstmal überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe und im zweiten Moment dann war ich glücklich, dass ich endlich spenden kann. Ich wurde da an der Hand genommen und es wurde mir alles gezeigt, wie es funktioniert. Es ist unglaublich, dass man mit so wenig Aufwand, in meinem Fall so 2 Stunden Einsatzzeit, ein Menschenleben retten oder verlängern kann. Vor Renés Spende habe ich mich eigentlich noch nicht so damit beschäftigt gehabt. Es war eigentlich immer etwas Abschreckendes. Stammzellspende für mich klang etwas immer wie nach einem operativen Eingriff, was man eigentlich sich dann immer etwas ferngehalten hat. Aber nach vielen Gesprächen mit René und ja, nachdem René eigentlich einen die Angst genommen hat, dass es eine ganz einfache Sache ist, habe ich mich eigentlich sofort dafür entschieden. Mein Leben hat sich durch die Spende nicht verändert, aber in großem Maße bereichert. Denn der neue Mensch, der in mein Leben getreten ist, der ist mit Sicherheit eine große, große Bereicherung für mich. Meine Empfängerin hieß Bonnie und war in ihren 60ern, also im besten Lebensalter und total lebensfroh, kam aus Amerika. Der Kontakt kam nach 2 Jahren zustande. Wir haben dann über die DKMS einen Brief bekommen. Ich habe einen Brief bekommen, wo drin stand, dass die Patientin gern mit mir Kontakt aufnehmen möchte. Dann habe ich das bestätigt. Bonnie hat dort dann nach der Spende, und das ist das, was toll war zu begleiten, noch Ausflüge nach Las Vegas, nach Hawaii unternehmen. Also konnte wirklich nochmal ihr Leben in vollen Zügen genießen. Und das hat mir gezeigt, dass das wirklich ganz viel erreicht hat. Und dadurch, dass der Kontakt auch zur Familie entstanden ist, merkt man, wie weitreichend das ist. Dass es also nicht nur den Empfänger betrifft, sondern es betrifft ja auch alle Menschen, die ringsrum um den Mensch sind. Und die sind alle so dankbar gewesen und das fand ich ganz toll. Wir haben dann in 2019 noch mit meiner Firma eine Aktion gemacht für die DKMS, weil wir gedacht haben, wie kann man das jetzt noch ausbauen, wie kann man wirklich vielleicht noch mehr Leuten helfen. Und dort habe ich dann unsere Geschichte, also Bonnies und meine Geschichte erzählt und die Leute aufgerufen, doch sich bei uns in unseren Räumlichkeiten registrieren zu lassen. Und dort haben wir 137 Leute dazu bewegen können, das zu machen. Bonnie hat nochmal einen neuen Schub bekommen. Sie hat leider die Krankheit nochmal übermannt und beim zweiten Mal spenden war das überhaupt gar kein Problem mehr. Die nette Frau von der DKMS hat mir eigentlich gesagt, dass ich in der engeren Wahl bin für einen Patienten, der Hilfe bräuchte. Und habe auch sofort danach René angerufen und habe ihn eigentlich als Ersten davon informiert, dass ich spenden darf. Und wir stellten eigentlich gleich sofort fest, dass wir den gleichen Termin haben, den gleichen Tag haben und dann war es ein schönes Erlebnis, zusammen spenden zu dürfen. Wir waren in der Weihnachtszeit, wir haben den Weihnachtsmarkt zusammen besucht vorher und sind dann direkt zur Spende sozusagen gegangen. Also ich will damit sagen, dass es eben wirklich sogar ein schönes Event gewesen ist und weniger ein Aufwand, sondern wirklich ein Event, was toll war, was man zusammen so, denke ich, nicht ein zweites Mal erlebt. Und was die Freundschaft noch gestärkt hat. Das stimmt. Und das war unsere Story. Wenn ihr weitere Geschichten sehen wollt, dann klickt hier. Wenn ihr selber zum Lebensretter werden wollt, klickt hier.